Hallo Leute und herzlich willkommen. Heute mal zu einer Wieso anderen läuft der Art von Piano? Video. Und zwar werden wir heute nicht wie Sound üblich muted. grinden bzw. farmen mit unserem Haicha, sondern heute gibt es einfach mal ein kleines Update, weil ja in letzter Zeit nichts kam und ich würde euch natürlich gerne vermitteln, warum. Ja, wie ihr wisst, waren viele von euch von dem Shop-Bug betroffen, welcher vor mittlerweile jetzt 9 Tagen stattgefunden hat. Da gab es viele Leute, die quasi abused haben, dass da aus Versehen Boxen für 0 AP in den Shop gestellt wurden. Was natürlich zur Folge hatte, dass das Florenzia Supporter Team eingreifen musste und Accounts sperren bzw. Safe bannen. Ja, ich war in der Hinsicht betroffen, dass ich quasi in-game Boxen gekauft hatte, weil ich quasi mitbekommen habe, okay, Boxen werden irgendwie günstig angeboten in-game. Da ich bekanntlicherweise ein sehr aktiver Händler bin, der natürlich bei Schnäppchen zugreift, habe ich mir natürlich einige gekauft. Ich schätze mal, es waren schon über 100. Ja, dann im Nachhinein habe ich erfahren, okay, das waren gebuggte Boxen. Ist natürlich doof gelaufen. Ja, daraufhin war ich dann quasi ab dem Tag gesafeband, also quasi, ja, jetzt vor 9 Tagen, am 3.4. glaube ich war das. Ja, was ist das Problem dabei? Ich habe mir vorher im AP-Shop quasi dieses XP-Set gekauft, wie ihr hier seht, was insgesamt 50% XP-Bonus gibt. Und darauf einen Tag bzw. 2 Tage später, ich weiß nicht genau, wann ich es gekauft habe, wurde ich dann quasi gesafebannt durch diese dumme Shop-Aktion, welcher quasi Florenzia anscheinend selber verbockt hat. Ich glaube nicht, dass das jemand gehackt hat oder so. Beziehungsweise habe ich darüber noch nichts gehört. Ja. Das hatte natürlich zur Folge, dass ich quasi Items im Wert von 33k AP gekauft hatte und nicht nutzen konnte. Denn ich habe mir quasi Zeit genommen dafür, dass ich die Tage, die letzten 8 Tage, als noch XP-Event war und ich das XP-Set hatte, Zeit hatte. Ich hatte vor, in den Tagen jeden Tag ungefähr 10 Stunden zu spielen und auch zu streamen, was ja leider komplett ausfallen musste. Ja, was ist das Problem an der Sache? Ich war 8 Tage gebannt, genau. 10 Stunden am Tag hätte ich gespielt, wo ich in der Zeit normal ohne XP-Sachen halt 200% bekommen hätte im XP-Event. Konnte ich natürlich nicht nutzen. Ja, 200% sind normal. Durch mein Set hätte ich quasi 300% bekommen. Die 300% hätte ich dann quasi auf 80 Stunden gehabt. Hätte dadurch ordentlich leveln können. Ich schätze mal, mein MK wäre mindestens Level 103 Minimum. Weil ihr seht ja, der hat schon knapp 50%. Ich habe damals schon ohne das XP-Zeug über 1,5% aller 10 Minuten gemacht. Das heißt, in der Stunde 7,5 bis 10%. Und das ohne Hochzeit. Hochzeit habe ich ja auch noch dazu gekauft. Das waren die restlichen 6k AP, denn das XP-Set kostet nur 27.000, weil bekanntlicherweise hat MK ja das Problem, dass er Temps aus ED1 holen muss und im ED2 leveln. Deswegen noch das Hochzeitszertifikat, um das quasi nochmal zu vereinfachen. Ja. Ja, okay. Das nur dazu. Das Problem, worauf ich eigentlich hinaus will, ist halt, dass ich das in der Zeit nicht nutzen konnte. Ich konnte quasi 80 Stunden lang nicht nutzen, die 300% da zu grinden, wodurch ja natürlich auch mein gekauftes Zeug verfallen ist. Was ist das Problem an der Sache? Das Problem an der Sache ist ganz einfach. Dadurch, dass ich das quasi gekauft hatte, hatte das einen Wertverfall, welcher einfach enorm war. Das werde ich euch auch mal kurz darlegen. 80 Stunden, wie gesagt, ja. Wenn man quasi jetzt im normalen Modus von Florenzia 80 Stunden leveln würde mit 300% XP, müsste man sich quasi 200% Bots kaufen. Diese gehen 30 Minuten. Das heißt, wir würden für 80 Stunden 160 XP-Pots brauchen. Diese Art, um die gleiche
Menge an XP zu grinden in der gleichen Zeit. Ja. Jetzt schauen wir mal, was ich da quasi für einen Verlust gemacht habe. Weil zurzeit kann ich nämlich jetzt nicht mehr leveln, denn jetzt stehen andere Projekte an. Okay, 160 Pots. Ihr wisst, ungefähr ein Pot bei 200% ist 20 kk wert, was einfach dafür sorgt, dass wir quasi 3200 kk an Wert haben. 3200 kk an Wert bei einem Rechnungsverhältnis von 1 kAP zu 4 kK, was ziemlich Standard ist bei Florenzia. Manchmal ist es ein bisschen weniger, manchmal ist es ein bisschen mehr, je nachdem, welche Items gerade rausgebracht werden. Wir nehmen mal den Standard. Das führt quasi dazu, dass wir einen Wert von 800 kAP an Verlust haben. Und je nachdem, wie ihr zahlt, ist das ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ich habe es mal 1 zu 1 in Euro umgerechnet. Wie gesagt, der eine kriegt mehr, der andere kriegt weniger, je nachdem, mit was ihr zahlt. Ja, das heißt quasi, dadurch, dass ich 8 Tage gebannt war im XP-Event, während ich mir diese Sachen gekauft hatte, habe ich nur dadurch einen Verlust von 800 kAP und umgerechnet 800 € gemacht, beziehungsweise 3,2 kkk in Florenzia oder 3200 kk. Ja, das kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dabei ist noch nicht eingerechnet, dass ich quasi noch 16 Mars hatte, mit denen ich dann insgesamt 500% wie viele Stunden sind das dann? 8 Stunden. Mars gehen ja auch immer nur eine halbe Stunde. Das hätte ich auch noch gelevelt quasi. Also es wären natürlich abzüglich von den 80 Stunden. Hätte ich dann 72 Stunden A300% und 8 Stunden A500% gelevelt. Und da wäre mein MK safe 105 gewesen. Ja. Dann würde ich sagen, das war es auch erstmal von mir. Noch zur Info, ich habe natürlich eine Mail an den Florenzia Support geschickt. Da habe ich dann auch nochmal hinterfragt, wie sieht es denn mit dem Geld aus? Denn wie man hier sieht, die Items wurden entfernt, aber mein Geld habe ich nicht wiederbekommen. Nicht eine einzige Einheit dieser Währung habe ich wiederbekommen für das, was ich in-game gekauft habe. Denn Problematik an der Sache ist ja, wenn den Leuten das Geld nicht erstattet wird, wenn sie gebuggte Items aus Versehen kaufen, dann hat das ja zur Folge, dass quasi jeden Kauf, den ihr in Florenzia eingeht, dass ihr quasi damit das Arrangement eingeht, einen Verlust eures kompletten Geldes, was ihr da ausgebt, in Kauf zu nehmen. Was quasi heißt, wenn ihr eine 105er Waffe plus 15 kaufen würdet, welche, sage ich mal, 1500 € wert wäre, in-game. Also natürlich in AP oder in Geld würdet ihr das bezahlen. Dann habt ihr das Problem, dass ihr quasi in-game bezahlt. Der andere hat die Waffe gebuggt, gedoppelt, was auch immer, was es da alles gibt. Ich weiß, doppeln gibt es angeblich nicht mehr, aber wer weiß, was da manche Leute machen. Manchmal gibt es da Gerüchte. Ja, auf jeden Fall habt ihr dann das Problem, dass quasi ihr diesen Wert ausgebt und dann das Support-Team sagt, okay, wir müssen euch die Waffe leider wegnehmen, weil die wurde ja gebuggt, die wurde nicht mit normalen Mitteln erstanden, aber euer Geld bekommt ihr nicht zurück. Das heißt quasi, ihr könnt dann mit einem Trade 1500 € aufs Spiel setzen. Das, was im Umkehrschluss ja quasi bedeutet, ihr könnt in-game in Florenzia nicht mehr handeln. Ja, das ist so mein Gedanke dazu, ja, sag ich mal. Wie gesagt, ich habe eine Mail an den Support geschrieben. Wir schauen mal, was der Support dazu sagt, ob es irgendeine Art von Entschädigung geben wird, irgendwie, oder wie sich dazu geäußert wird. Und dann werde ich euch quasi auf dem Stand halten, denn bei dieser Art, beziehungsweise dieser Shop-Sache hier, habe ich, glaube ich, nicht nur ich mich schon ganz schön verarscht gefühlt. Zumal das Problem an der Shop-Sache ja auch noch ist, dass ihr quasi ja nicht mal dran schuld seid. Ihr habt ja nicht gebuggt oder irgendwas. Weil wenn Florenzia ein Item für 0 AP in den Shop stellt, ist das dann ein Bug oder haben sie es einfach nur falsch reingestellt? Ja, das ist die Frage. Aber gut, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war sehr informativ und vielleicht konntet ihr was mitnehmen.
Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.